Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Die Frage, die dieses Video versucht zu klären, haben wir es mit einer neuen YouTuber-Brand zu tun, die absolut nur Cash-Grab ist und die Erwartungen so dermaßen untertrifft, dass ich mir wahrscheinlich lieber die Augen auskratzen würde, als ein weiteres Piece anzusehen? Oder hat der YouTuber Jan es tatsächlich geschafft, das Klischee einer neuen Mode-YouTuber-Marke zu nehmen und daraus etwas ganz Besonderes zu machen? Bisher habe ich schon so meine Gedanken dazu. Wir sollten uns allerdings auch mit diesem sehr, sehr netten Paket anschauen, wie das Ganze in der Praxis so aussieht. Denn wir haben hier drin tatsächlich mehrere Pieces von Jans neuer Brand Sacralite. Also lasst uns doch direkt anfangen. Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem Unboxing. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir hier mal wieder ein wunderschönes Unboxing hatten. Zumindest kommt es mir so vor, als wenn es lange her wäre. Ich saß hier einfach lange nicht mehr und habe irgendwas ausgepackt. Fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Was zur Hölle soll dieses Sacralite Scarlight sein? Was ist das, Alter? Ich gehe davon aus, dass viele von euch es mitbekommen haben, aber nochmal kurz als Zusammenfassung. Jan, ein guter YouTube-Kollege von mir, hat seine eigene Modemarke nach, ich glaube, 3, 4, 5 Jahren im YouTube-Game rausgebracht. Und wie das halt nun mal so ist, wenn man als YouTuber eine Modemarke rausbringt, bringt das auch eine Menge Kontroverse mit sich. Und wir sind heute da, um zu schauen, ob das Ganze eher ein Flop ist oder tatsächlich geglückt ist. Digga, war meine Kette die ganze Zeit hier so? Scheiß drauf. Wie das halt so ist, wird so eine Modebrand, die von YouTubern auskommt, immer eher so ein bisschen kritisch angesehen. Stichwort Elevate Clothing zum Beispiel, was ja wirklich die YouTube-Brand schlechthin ist. Aber auch Peso wurde früher sehr, sehr kritisch angesehen, weil es halt vom YouTuber Justin kam. Aber man muss sagen, alles in allem hat Sacralite fast nur positives Feedback bekommen. Zumindest alles, was ich so gesehen habe. Wenn wir mal einen Blick auf die Kollektion werfen, könnte auffallen, woran das liegt. Denn es ist nichts unfassbar Extravagantes, aber auch nichts zu Langweiliges. Und grundsätzlich finde ich das wirklich sehr, sehr nice. Die Farbpalette ist nochmal eine andere Sache. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Jan hat darüber hinaus die Brand auch nicht ganz alleine aufgebaut, sondern das Ganze entsteht einfach in der Zusammenarbeit mit Returnity. So wie Peso unter LFDY das Ganze macht als Tochterfirma, macht Sacralite das als Tochterfirma von Returnity. Das bedeutet, dass die gleichen Produktionen benutzt werden, die Logistik und der Kundensupport von Returnity übernommen werden und zuletzt natürlich einfach Returnity für alles Rechtliche verantwortlich ist. Kommen wir jetzt aber mal zu diesem Paket, weil ich habe schon wieder eine ganze Menge gelabert. Ich werde das Ganze hier heute ganz neutral bewerten. Also auch wenn Jan zum Beispiel ein Bro von mir ist, werde ich da komplett drauf scheißen und ich werde auch darauf scheißen, dass es von einem YouTuber kommt. Wir schauen uns rein den Fashion-Aspekt an. Versprochen. An der Stelle muss ich auch nochmal wichtig erwähnen, dass Jan mir dieses Paket hier zugeschickt hat. Ich weiß also nicht, was hier drin ist. Auch das wird meine Meinung hier nicht im geringsten beeinflussen. Ich werde mich jetzt hier ganz sicher nicht für ein paar Pieces bestechen lassen. Aber das wisst ihr sowieso. Ich wollte es nur erwähnen, weil es auch gerade für mich eine Überraschung ist, was hier drin ist. So, schauen wir mal. Was ist das für eine Farbe? Was ist das? Oh mein Gott. Das sind Shorts von Returnity. Scheiße, Digga, was? Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht, das sind einfach Returnity-Shorts. Und da sind sie. Ich dachte, das wäre von Sacralite, weil Returnity, Sacralite, beides dieselbe Logistik. Schade, dann muss das Unboxing wohl kurz eine Pause nehmen. Und ich bin gleich wieder mit dem richtigen Paket zurück. Also von mir aus gesehen in irgendwie 5 Tagen dann. Es ist jetzt ungefähr 2 Wochen später, beziehungsweise irgendwie 4, 5 Tage oder sowas. Und das Paket, es ist endlich angekommen, es ist soweit. Es ist auch ganz schön auseinandergenommen worden. Also anscheinend hatten die DHL-Postboten genauso wenig Bock auf die Sachen wie ich. Machen wir jetzt aber endlich mal hier diesen Lachs auf und hoffentlich sind diesmal keine Shorts drin. Das sieht schon mal etwas besser aus, würde ich sagen. Nummer 1, 2 und Nummer 3. Und ich sehe gerade, hier ist sogar noch ein nicer Sticker rausgeflogen. Vielen Dank. Ansonsten ist der Karton leer. Als allererstes haben wir den Zip-Hoodie aus der Kollektion. Grün und Gelb kombiniert ist eine sehr seltene Sache. Und als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, auch auf Instagram, dachte ich, heilige Scheiße, Jan, was soll das? Was hast du da fabriziert? Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich diese Kombo einerseits irgendwie mutig finde für eine erste Kollektion und andererseits, vielleicht auch ein bisschen deshalb, mich daran gewöhnt habe und es mittlerweile sehr gut aussehen finde. Neben der sehr guten Qualität, die man von Returnity ja gewohnt ist, haben wir hier jede Menge Details, wie zum Beispiel nochmal so eine eingenähte zweite Ziernaht in Gelb an den Ärmeln, sowie, und
Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Highlight, was wir gleich nochmal sehen werden. Double Pockets. Wir haben tatsächlich zwei vollkommen funktionierende Taschen hintereinander. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr geile Idee und auch ein wirklich nices Branding. Allerdings muss ich sagen, ich finde dieses Logo, und da will ich auch ganz ehrlich sein, echt gar nicht geil. Also da hätte man ein bisschen was anderes machen können, so wie es vielleicht auch bei den anderen ist. Aber das Logo gibt mir irgendwie so Insta-Brand 2021 Vibes. Ich kann es gar nicht weiter begründen, es gefällt mir nicht sonderlich. An sich ist der Zipper aber wirklich cool und gerade die Farben gefallen mir. Das hier ist das Escape Reality T-Shirt und ich finde es wirklich hammer, hammer geil. Wie alle von euch höchstwahrscheinlich erkennen können, haben wir hier drauf eben so eine Person, die sehr stark glüht, also so Wärmebild-Kamera-mäßig aufgenommen und um ihn herum einfach jede Menge Menschen, die nicht glühen. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, was das Ganze bedeuten soll und dass man selbst einfach so ein bisschen aus der Masse herausstechen soll, ist natürlich die Message dahinter. Darunter steht nochmal Escape Reality. Ich finde, diesen Schriftzug hätte man sich sparen können. Ich glaube, es wäre geiler, wenn einfach dieses nice Motiv für sich alleine stehen würde, weil es hat einfach Aussagekraft genug. Darüber hinaus ist das T-Shirt hier wirklich sehr, sehr geil gewaschen. Das ist ein sehr verwaschenes Grau und gerade an den Nähten erkennt man, dass es eben gewaschen ist. Und das finale Piece, was ich bekommen habe und mein absoluter Favorite aus der Kollektion, der Escape Reality Hoodie. Wir haben hier genau das gleiche Motiv drauf, nur dass es hier sogar noch ein bisschen verwaschener aussieht. Generell sieht man überall, dass der Hoodie extrem verwaschen ist, also gerade an den Nähten und auch hier wieder bei den Double Pockets, die nochmal besonders krass kommen, fällt eben sehr stark so eine hellere Waschung auf, was den Hoodie nochmal besonders macht. Er fühlt sich sehr gut an und ist nicht allzu dick und wir haben hier an den Ärmeln wieder diese Details mit einer zweiten Naht. Das ist diesmal hier eben nicht gelb, das wäre auch ein wenig komisch, sondern schwarz und auch das gefällt mir ganz gut. Ich glaube echt, dass das ein Piece ist, was ich bis auf diesen überflüssigen Schriftzug hier überhaupt gar nicht kritisieren kann. Ich bin auf den Fit gleich sehr gespannt. Das Ding hier ist wirklich sehr gelungen. Allerdings sollten wir erstmal den Fit abwarten und danach gelange ich zu einem Fazit. Meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zum alles umfassenden, abschließenden, finalen Fazit zur ersten Kollektion von Sacred Light. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es ist wirklich alles reverse zu dem, wie ich es erwartet hätte. Gerade in diesem Moment, wo ihr das seht, bin ich im Urlaub. Das heißt, das ganze Video hier ist vorproduziert. Checkt dementsprechend gerne mein Instagram ab, julius.msm. Da gibt es selbstverständlich sehr, sehr nice Instagram-Stories und tiefe Einblicke. Vergesst by the way nicht, das Video zu abonnieren und dem Kanal ein Like zu geben. Vielen Dank. Fangen wir mit dem meiner Meinung nach mit schwächsten Piece der Kollektion an. Das habe ich ja auch gerade eben auch schon gesagt. Und zwar dem Zipper. Und ich sag euch ehrlich, wenn wir uns den Zipper so an sich anschauen, würde ich das Ding wahrscheinlich echt nicht geil finden, wenn diese gelben Streifen in den Ärmeln nicht wären. Also ich finde, das sieht echt gut aus und auch zusammen mit dem gelben Logo harmoniert das wirklich sehr schön. Und alles in allem ist es ein rundes Piece. Allerdings ist der Fit wirklich nicht so mein Ding. Generell bin ich eher Freund davon, wenn Hoodies eben sehr enge Bündchen haben und der hat sehr weite Bündchen, wie man das halt von Returnity kennt. Darüber hinaus finde ich aber die Länge der Ärmel zum Beispiel sehr nice und auch unter den Schultern hat man genug Platz. Ähnlich wie auch bei dem Hoodie, das ist da fast 1:1 dieselbe Sache, nur dass ich finde, dass der Fit da noch ein bisschen besser aussieht. Ganz grundsätzlich fitten die Ärmel aber richtig, richtig gut und das Ding sieht einfach unfassbar aus. Also nach wie vor, auch wenn der Fit jetzt vielleicht nicht 11 von 10 ist, ist das das stärkste Piece der Kollektion. Dicht gefolgt von diesem T-Shirt hier und das hat mich wirklich geisteskrank überrascht. Die Ärmel haben die perfekte Länge, man hat unter den Schultern genug Platz, der Stoff ist nicht zu dick, also es sind keine 350 GSM oder sowas, sondern es fühlt sich einfach sehr angenehm an. Und insbesondere, und das machen in meinen Augen viele Brands falsch, ist es untenrum genauso lang, wie es sein muss. Alles in allem muss ich ehrlich sagen, ich finde nicht alle Pieces aus der Kollektion geil. Dafür, dass es der erste Drop von Sacred Light und Jan war, muss man aber echt sagen, Respekt, es ist sehr rund geworden und alle Sachen sind einfach qualitativ auf einem Level, das sehr stark ist. Das liegt selbstverständlich, wie jetzt ja auch schon erwähnt, an Returnity. Ja, Sacred Light ist eine weitere YouTuber-Modemarke innerhalb der Szene und ja, es revolutioniert jetzt weder die Szene, noch erfindet es das Rad neu, aber ich sehe eine Menge Potenzial und bin gespannt, was die nächsten Monate so bringen werden. Schreibt safe eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns bald schon wieder. Lasst es euch wie immer richtig gut gehen. Haut rein und ciao.